und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diese Woche, wer hätte es gedacht, haben wir wieder einen spannenden Interviewgast, der sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Bevor wir aber unseren Interviewgast begrüßen, beziehungsweise bevor ich unseren Interviewgast begrüße, begrüße ich erstmal meinen ganz, ganz lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir? Ja, hallo Marc, hallo Olaf. Auch unser heutiger Gast war schon mal vermutlich, ohne es zu wissen, Bestandteil unseres Kanals, denn wir haben zum Beispiel mal ein Buch vorgestellt, bei dem er als Mitherausgeber fungiert. Er ist Jurist und als solcher schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des Datenschutzrechts unterwegs. Völlig überraschend, sonst hätten wir ihn ja vermutlich gar nicht erst eingeladen. Wie genau sich sein Alltag als Angestellter einerseits und als Geschäftsführer eines eigenen Unternehmens andererseits darstellt, das fragen wir ihn jetzt am besten mal selbst. Und damit herzlich willkommen, Dr. Olaf Koglin. Hallo Michael, hallo Marc, vielen Dank für die Einladung und schön hier sein zu dürfen. Ich fühle mich sehr geehrt, die Reihe, wenn ich so aufliste, wer vor mir Gast und Thema war, bin ich irgendwie zwischen oder hinter Anna Cadillo, Kirsten Bock, Jörg Heinrich, Heidrich und dem Standarddatenschutzmodell. Ganz tolle Themen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr. Es kommen noch viele mehr, das können wir schon mal anteasern. Es kommen noch viele mehr. Genau. Wir freuen uns sehr, dass du dir hier doch relativ spontan, das war am Wochenende, dann ging es auf einmal von jetzt auf sofort, dass du dir Zeit genommen hast, uns mit uns hier dieses Interview zu führen und uns ein wenig etwas über dich zu erzählen. In Vorbereitung war ich natürlich mal kurz auf deinem LinkedIn-Profil. Da erfährt man ja schon immer so ein bisschen was über die Leute. Aber ich würde in der Tat mal ganz gern so ein bisschen, wie wir das bei allen Leuten jetzt hier gemacht haben, mal so ein bisschen in die Historie gehen. Du bist ja immerhin jetzt mittlerweile promovierter Jurist. Aber irgendwann in gar nicht allzu ferner Vergangenheit hast du mal ein Abitur in der Hand gehabt und hast dir dann gesagt, ich werde Jurist. Oder wie lief das damals bei dir ab? Ihr Abitur, das ist richtig, ja. Das habe ich in der Tat geschafft und habe es auch geschafft, einer der schlechtesten Abiturnoten meiner Schule oder zumindest des Jahrgangs gehabt zu haben. Was nicht daran lag, dass ich im Kern faul gewesen wäre oder grundsätzlich dumm, sondern dass ich mich immer wahnsinnig viel für alle verschiedene Themen interessiert habe, nur für manche nicht, wie Geschichte und andere Schulthemen. Bei Geschichte zum Beispiel bereue ich es heute wirklich aufrichtig, da nicht mehr zugehört und gelernt zu haben. So ein bisschen fällt es dann schnell leichtes auf die LehrerInnen zu schieben. Wobei ich glaube, es lag auch an mir. Aber ich wusste nach dem Abi wirklich überhaupt nicht, was ich machen will. Oder vielleicht ist es besser zu sagen, ich hatte ganz viele verschiedene Sachen, die ich wahnsinnig gerne gemacht hätte. Naturwissenschaften, ich habe mal mir Vorlesungen angehört für Ingenieurstudiengänge in Braunschweig. Und hatte aber, damals war das ja so, dass mehr oder weniger Glück, zumindest das zeitliche Glück. Ich habe 91 Abitur gemacht bei Köln und damals musste man ja noch ein Jahr für den Staat dienen und danach habe ich erstmal noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich immer noch nicht wusste, was ich eigentlich machen will. Und da bin ich dann so langsam auf den Trichter gekommen, dass Jura, was dann schon viele Freunde von mir auch studiert hatten, aber das war nicht der Grund, dass ich das wirklich spannend finde. Habe dann die Ausbildung noch zu Ende gemacht, aber gleichzeitig, also eigentlich 3 Jahre Ausbildung mit Abi 2 Jahre und habe dann aber das letzte Halbjahr schon mit Resturlaub und so parallel studiert und nur die restlichen Prüfungen gemacht. War da dann auch tatsächlich Jahrgangsbester des IHK-Jahrgangs, was entweder heißt, dass IHK-Prüfungen viel einfacher sind als Abitur, oder dass ich tatsächlich ein bisschen den Turnaround geschafft hatte, mich auch für schulische Sachen anzustrengen. Na, da war ja dein Geschichtslehrer da nicht involviert. Sehr guter Punkt, genau. Ging mir nämlich auch so. Geschichte war nur wirklich so schlecht, weil da mein Lehrer entspricht. Aber egal, das führt zu weit. Ja gut, man sagt ja jungen Männern nicht, also es ist ja keine Seltenheit, dass man jungen Männern dann nachsagt, dass sie so mit 19, 20 irgendwie erstmal so im Leben angekommen sind und dann auch irgendwie so
verstehen, irgendwie Prioritäten zu setzen. Aber dann hast du angefangen, Jura zu studieren. Wo denn? Ich habe in Bonn studiert, also Hintergrund bei mir ist, ich bin in Karlsruhe geboren, im Rheinland eben bei Köln aufgewachsen, habe die Ausbildung auch in der Gegend da gemacht und wegen dieses überschneidenden letzten Halbjahres war für mich auch klar, ich muss halt einen Studienort irgendwo in der Nähe haben, dass ich, wenn ich vormittags noch Berufsschule habe, dann nachmittags im Hörsaal sitzen kann. Bonn ist es geworden, weil mir Köln schlichtweg zu nah an zu Hause und an allem gewesen wäre und ich mal was anderes sehen wollte. Bonn auch eine wunderschöne und empfehlenswerte Stadt ist, gerade zum Studieren. Genau, und so war ich dann an der Uni. Jetzt muss ich kurz reingrätschen und nachfragen. Du hast gesagt, Abitur bei Köln. Wo genau bei Köln? Das ist Bärschlattbach. Ah, Das okay. NCG, falls Die du andere da aus der Richtung. Gegend kommst. Okay. Ich bin in Köln geboren, aber in Pulheim aufgewachsen und auch in Köln studiert. Und deswegen frage ich nach, hätte ja sein können, dass wir zufällig beide aus Pulheim kommen. Aber das wäre jetzt ein sehr arger Zufall gewesen. Führt aber auch zu weit weg, interessiert sonst niemanden außer euch. Ich wollte es wissen. Okay. Gut. Okay, jetzt hast du Jura studiert und ich habe ja selber kein Jura studiert, aber ich kriege es ja immer von dem einen oder anderen jetzt mit. Dann gibt es in Jura so Themengebiete, die man total spannend findet und Themengebiete, wo man denkt, boah, ey, bloß nicht wieder irgendwas damit machen. Wie war denn das bei dir? Also, welche Themengebiete haben dir denn Freude bereitet oder wo bist denn du dann lang gelandet? Weil heute bist du ja unter anderem im Datenschutz tätig. Genau, und also auch da war es so, es gab eigentlich kein Fach, wo ich gesagt habe, ach je, wie schrecklich, also sowas, wo irgendwie andere sagen, Erbrecht finden sie ganz grausam. Das hängt ja viel mit Kalkulieren und Rechnen und da bin ich jetzt zumindest für Juristenverhältnisse auch ziemlich gut drin und hatte ja auch die kaufmännische Ausbildung und so. Auch da hatte ich Spaß dran. Es war aber schon klar ein Fokus auf Wirtschaftsrecht. Sowas wie Internetrecht, Medienrecht, Datenschutzrecht gab es damals ja noch nicht so in der Weise wie heutzutage. Ich war mit ein paar anderen zusammen. Das war dann auch so die Connection oder mein Pfad zum Chaos Computer Club. Ich hatte dann mit ein paar anderen gegründet den Arbeitskreis Medien- und Online-Recht oder abgekürzt dann AK More, was aber nur so eine, also Medien- und Online-Recht, More. Und das war halt so eine studentische, freiwillige, lockere Sache, weil es eben sowas wie, also natürlich gab es Urheberrecht und Pressemedienrecht und sowas, aber dieses ganze Internetrecht kam ja gerade erst auf oder das Internet kam gerade erst auf. Und das war natürlich so ein bisschen dann mein sozusagen selbstgemachtes Fach- oder Themenschwerpunkt. Das war dann auch sozusagen parallel meine Welt im Chaos Computer Club mit einem sehr, sehr engen Freund von mir, der damals wahnsinnig aktiv und wahnsinnig tief da drin war. Da kam es dann auch zur Gründung sozusagen der Kölner Dependance des CCC, der CCC Cologne oder C4. Und da war ich dann eine Phase, die erste Phase lang auch noch Kassenwart oder Vereinsvorstands, ich weiß gar nicht, ob ich ihn vorstellen, jedenfalls Kassenwart vom CCC. Und das war dann so der Schwenk, also das waren, wir sind jetzt so zeitlich in der Mitte, Ende der 90er Jahre, wo gerade Linux aufkam. Wo ich dann eben auch so ein bisschen mit Linux rumgespielt hatte und dann den Server, damals gab es ja noch kein DSL, sondern mit einer ISDN Flatrate, das war dann so das Tollste und Größte, dass das Internet mit dem Linux-Server in der WG verteilt habe und so. Und der Bogen zum, um deine Frage zu beantworten, der Bogen zum Datenschutz, den mache ich noch, aber die Lebensphase damals war Chaos Computer Club, dadurch Linux, dadurch Open Source Software, was damals ja eine völlig unkommerzielle Sache war, also nicht wie heutzutage, wo alle größeren Server auf Linux laufen und kommerziell benutzt werden, sondern es war ja wirklich diese Graswurzelbewegung und was ganz, ganz Neues. Und das fand ich juristisch dann auch so wahnsinnig spannend. Die Softwarelizenz dahinter, die GPL, wie man es schafft, eigentlich gegen das Urheberrecht in einer gewissen Weise zu sein, aber mit den Mitteln des Urheberrechts, das Gesetz kann man nicht außer
Kraft setzen, es zu schaffen, eben ein völlig anderes Lizenzierungsmodell zu haben, statt Copyright, All Rights Reserved, Copyleft, All Rights Reversed war dann immer der Spruch. Und das war dann auch so mein Thema, was ich einem Professor vorgeschlagen hatte als Promotionsthema. Also meine Promotion war wirklich ein absolutes Wunschkind und nicht, dass ich zu einem Professor hingegangen bin und gesagt habe, hätten Sie vielleicht irgendwie ein Thema, was man machen könnte. Und der hat mich dann zum Glück auch gleich genommen. Und so war ich dann sozusagen am Tag sofort nach dem ersten Examen Doktorand und habe dann mit meiner Promotion oder erst meiner Dissertation angefangen, was damals ein großes, weißes, leeres Blatt war, weil ich war irgendwie so ungefähr der Erste, der sich mit zumindest in Deutschland damit auseinandergesetzt hatte. Ich war dann nochmal in New York an der NYU, also der Uni in New York, in der Bibliothek und konnte da ein bisschen recherchieren. Und da gab es dann gerade so die ersten Aufsätze von Juristen, die sehr eng an Microsoft hingen, also die Open Source Software eher äußerst negativ dargestellt haben. Also damals war das ja auch so eine Klassenkampfsache. Open Source war eine klare Sache gegen die klassische sogenannte proprietäre Lizenzierung und Microsoft mit Windows war ja der ganz, ganz große Feind, muss man schon so sagen. Und heute ist auch das ja alles völlig anders. Heute ist Microsoft eine Cloud-Firma und nicht eine Lizenzverkaufsfirma und nutzt auch ganz viel Open-Source-Software. Und ich glaube, da haben sich bis auf ganz wenige Menschen auch alle Differenzen oder Streitigkeiten inzwischen beigelegt. Ja, nochmal kurz zu deiner Person. Würdest du dich denn, oder wenn man zum Chaos Computer Club gekommen ist, gerade in so frühen Zeiten und sich mit so einer Technologie beschäftigt, warst du denn damals wirklich so auch ein IT-Nerd, der dorthin gegangen ist, oder war das eher Zufall? Ich würde sagen, IT-Nerd oder das Nerdische schon irgendwie. Man muss natürlich immer vergleichen oder relativieren mit anderen. Mein Satz damals war immer, die Frage bin ich damals ganz oft gestellt worden, mein Satz immer, für einen Juristen sehr viel IT-Nerd und für ITler, Programmierer, Hacker natürlich sehr, sehr wenig, aber dafür sehr viel Jurist. Also ein bisschen die Vergangenheit bei mir dazu ist mit IT. Ich hatte, das muss so Mitte der 80er gewesen sein, so mit 13, 14, 15, den Computer, den man damals hatte, den C64. Und habe ihn nicht nur benutzt, um irgendwie Computerspiele zu spielen, sondern auch so ein bisschen zu programmieren. Das war damals Basic und man konnte es kaum richtig speichern, außer mit Datasetten oder riesigen Floppy Disks. Ich gehörte auch zu denen, die dann riesigen Spaß dran hatten, zu gucken, wie man das Ding irgendwie noch verbessern kann, indem man, also es waren so Mini-Sachen, dass man irgendwie dann Reset-Schalter dran lötet oder einen WIP-Schalter, um von Laufwerk 8 auf 9 als Kennung umzuschalten und mit laut Sternchen, Komma 8, laut Sternchen, Komma 8,1 Sachen besonders schnell zu laden für die Leute aus der Zeit, die das noch kennen. Sozusagen den Sprung zu wirklich modernen Programmiersprachen wie Python, Perl etc., was dann eben im CCC die Sache war, habe ich nie gemacht, weil ich dann eben im Studium im Juristischen und mit anderen Themen Okay. vertieft war. Verstehe. Gut. Das finde ich sehr witzig, nur kurz Einwurf meinerseits. Ich habe damals auch die Gründung des CCC Cologne mitbekommen und war drauf und dran, mich da auch mal zu melden mit der ähnlichen Intention wie du. Ein bisschen was Techie, aber dann doch eben auch Jurist. Es hat dann aus anderen Gründen nicht funktioniert, aber wir haben uns dann fast über den Weg gelaufen. Hättest du mal gemacht, das wäre Ja. schön gewesen. Und Ja. es war auch so eine lustige Zeit damals in der, was war das, Vogelsanger Straße, die Hausnummer war ausgerechnet 286, also wie der Prozessor. Und unten in dem ehemaligen Tonstudio, also so wirklich komplett nerdig, ohne Licht, ohne alles, aber große Räume und viele summende Sachen. Und dann eben ein Bordell oder irgendwas dummer Studio, womit irgendwie so die Nerds unter sich nebeneinander waren, die Domina-Szene, die ja auch auf eine ganz andere Weise irgendwie so sehr speziell ist und wir im CCC auf eine andere Weise weniger körperlich speziell waren.
Ja, also ich ärgere mich auch ein bisschen rückblickend, das ist ja häufig so. Es ist dann gescheitert, dass ich nicht mal vorbeigekommen bin, etc. Aber eigentlich hätte ich es gerne gemacht. Ja, ich glaube auch, das wäre eine sehr spannende und interessante Zeit. Gut. Okay, du hast dann auch in Köln promoviert, weil du sagst, das hast du dann relativ schnell, du hast bei dem Prof angeklopft, hattest dann im Grunde genommen auch die Stelle dann schon sicher, hast dann dort promoviert, also dann quasi noch um, wie heißt das, Softwarerecht, um Vertragsrecht und alles, was damit zu tun hat, gehe ich jetzt mal davon aus. Und bist dann irgendwie der IT treu geblieben, hast dann irgendwie Referendariat vermutlich noch gemacht und bist danach der IT treu geblieben oder was waren dann so deine nächsten Stationen? Mit anderen Facetten der IT treu geblieben. Also in Bonn war es mit der Promotion zu Beginn. An Hatte Bonn. eigentlich gedacht, dass bis ich einen Referendarsplatz in Berlin habe, dass es so lange dauert, dass ich mit der Dissertation dann fertig sei. Und Glück und Unglück war dann, dass ich den Platz in Bonn, in Berlin viel schneller bekommen habe, als ich dachte. Das hieß, ich hatte die Promotion nicht fertig, als ich dann beim Referendariat in Berlin begonnen habe. Habe dann gleichzeitig oder in der Phase geheiratet und wir sind nach Berlin gezogen, meine Frau und ich. Und so kam ich dann nach Berlin ins Referendariat. Hatte immer noch dieses wirklich große Interesse an IT und am IT-Recht. Habe im Prinzip sämtliche Stationen im Referendariat so ausgewählt, dass es passt oder dass es für mich interessant war. Also Staatsanwaltschaft, die Abteilung für Computerkriminalität. Also das ist ja ewig her, das ist 20 Jahre her, das war 2000, 2001. Dann öffentliche Stelle in der Senatsverwaltung Berlins für IT-Grundsatzfragen. Wahlstation bei Baker McKenzie in San Francisco. Was wirklich wahnsinnig toll war bei Lothar Dätermann mit wahnsinnig vielen spannenden Themen. Im Prinzip super toll spezialisiert mit einem ganz breiten innerhalb des Spektrums von IT Bereich, den ich gelernt hatte. Habe dann 2002 das zweite Examen gemacht und das war genau die Phase, als die Wirtschaft zusammenbrach, Enron und Dotcom sterben und so weiter und wirklich niemand, irgendjemand gesucht hat, der andererseits was mit IT oder Beratung oder so zu tun hatte. Deswegen, also ich glaube, die Menschen, die jetzt Absolventen sind, können sich das gar nicht vorstellen. Es war wirklich wahnsinnig schwer, irgendwie eine Stelle zu bekommen. Ich kenne einen, der war schon promoviert, ein guter Freund von mir, der war schon promoviert während des Referendariats und hat dann erstmal am Flughafen Tegel so Flyer für Barclays Kreditkarten verteilt, weil es wirklich keine Jobs gab. Das war die Phase, als ganz viele als quasi Praktikant irgendwo kostenlos gearbeitet haben, obwohl sie zugelassene Anwälte waren. Also ganz, ganz anders als heute. Und bei mir war es auch so, irgendwie eine Stelle mit cooler IT oder irgendwas gab es nicht. Zeitlich oder konjunkturell passend war ich dann erstmal in der Kanzlei, die Insolvenzrecht und vor allem Sanierung gemacht hat. Was thematisch nicht das war, wo ich hin wollte, wo ich aber sagen muss, es war nicht juristisch, aber kommerziell eine wahnsinnig gute Schule. Nicht wie vorher in der Ausbildung zu juristisch argumentieren, unser Mandant hat Recht nach dem Bau- oder was auch immer Vertrag, Architektenvertrag, weil, sondern den Gläubigern zu erklären, das kann schon alles sein, dass sie hier noch 2 Millionen Euro bekommen, aber die Situation ist so, der hat kein Geld mehr und entweder er wird insolvent und dann bekommen sie gar nichts, oder wir einigen uns darauf, dass er in kleinen Tranchen ein ganz kleines Stückchen abträgt und nach 2 Jahren wird es dann erlassen. Und also insofern von der Schulung her fürs Leben, fürs Verhandeln, glaube ich, hat es wahnsinnig viel gebracht. Aber natürlich, ich wollte irgendwie zurück in den Bereich IT und bin dann 2004 zu Capgemini gegangen. Also französischer, aber weltweiter Konzern, der IT-Outsourcing und Consulting macht. War da 5 Jahre lang und hatte eine wirklich ganz, ganz tolle Zeit, hatte wahnsinnig viele Freiheiten. War hauptsächlich für Osteuropa oder Österreich und Osteuropa und Outsourcing zuständig.
Also bin, auch das sind ja andere Zeiten, bevor Videokonferenzen normal wurden, und gerade mit Beratungshintergrund in der Unternehmenskultur, man ist eben ständig durch die Gegend geflogen und es ging nicht darum, wie oft man Homeoffice macht, sondern welchen Vielfliegerkartenstatus oder was man hat. Das war damals die Zeit oder der Zeitgeist. Da war ich sozusagen dann im Bereich Outsourcing, also eine ganz andere Art von IT und große SAP-Projekte. Und natürlich muss man sagen, damit war ich jetzt auch, wie soll man es formulieren, moralisch auf der völlig anderen Seite, nicht mehr in dem Graswurzelbereich von Chaos Wollte ich gerade Computer sagen. Club und Bürgerrechten und sonst was, sondern von Outsourcing und Big Business. Und auch das, es war eine tolle Zeit und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und viele nette, tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich zum Teil immer noch in Kontakt bin. Letzte Woche habe ich gerade Konfirmation gehabt vom Patenkind von mir, was ein ehemaliger Kollege von der Vater, ein ehemaliger Kollege von mir bei Capgemini war. Gut, wenn man dann jetzt auf deiner LinkedIn-Seite guckt, dann hast du noch die eine oder andere Station gehabt, aber dann bist du irgendwann in den Medienbereich gekommen. Also Genau. Stichwort Springer. Ja, was hast du denn dort alles gemacht? Also hier sehe ich Konzerndatenschutzbeauftragter, aber auch das wird man ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Aber wie ist denn das gelaufen oder was war da quasi der Punkt? Oder wolltest du nicht mehr reisen? Nee, auch das habe ich damals, und damals war das auch noch, dass man da viel gereist ist. Also um die Unternehmen, die Springer heißen, auseinanderzuhalten, Springer Science Business Media, wie sie damals hießen, heute heißen die, glaube ich, Springer Nature, ist der wissenschaftliche Springer Verlag, den Mediziner, Naturwissenschaftler kennen, eben der mit der Schachfigur Springer, den seit, ich weiß nicht, 1880 gibt und der null und überhaupt nichts mit Axel Springer, dem früher jetzt Medienverlag zu tun hat. Da war ich 2 Jahre lang und hatte da auch ganz viele Themen und eines der Themen war dann eben Datenschutz und das war ja eben lange, lange, lange vor TSGVO, wo so ein Thema natürlich auch nicht so eine Attention hatte. Und jetzt merke ich, ich habe aber tatsächlich die Frage von dir ein bisschen außer Acht gelassen, wie ich zum Datenschutz gekommen bin. Ich habe nur von meinem Lebenslauf erzählt. Einer so der ganz frühen Ansätze war, ich springe nochmal zurück in die Zeit Chaos Computer Club und mit dem besagten Freund. Wir hatten damals schon einen Verein in Bonn, Nimity, also wie Pseudo oder Anonymity, gegründet. Wir waren auch beim Notar, aber hatten es irgendwie nicht ganz geschafft, dass die Eintragung weiterging. Also war so halb eingetragen. Aber immerhin, da hatten wir schon den Ansatz, etwas mit und für Datenschutz zu tun. Dann in der Phase danach war eben CCC, Open Source Software und so weiter relevant. Noch eine weitere Phase dazwischen ist auch IFROS, Institut für Rechtsfragen der freien und Open Source Software, wo ich dann mit drin war. Jetzt die Brücke weiter eben zum Datenschutz, damals bei Springer Science. Genau, da war ich dann Konzerndatenschutzbeauftragter. Ich weiß gar nicht, ob die Position so hieß oder ob es einfach faktisch so war. Ich war für alle Gesellschaften, die relevant waren, der Datenschutzbeauftragte. Aber es war auch zum ganz großen Teil B2B-Geschäft, also anders als später bei Axel Springer. Und bin dann 2 Jahre später vom wissenschaftlichen Springer Verlag zu Axel Springer gegangen, wie eine damalige Kollegin gewitzelt hatte, der Springer Springer. War damals oder bei Axel Springer meine erste Station war die Compliance Abteilung oder Governance, Risk und Compliance. Und ich weiß ja, Axel Springer hat so ein bestimmtes Image und auch gerade in jüngster Zeit war Axel Springer und der Vorstandsvorsitzende hier und da in der Presse. Wenn man drin ist, Axel Springer hat sich kulturell schon wahnsinnig verändert in den letzten 10 Jahren. Und zum Positiven meine ich das. Als ich da angefangen hatte,
Damals, es war wirklich noch so eine ganz, ganz konservative Kultur, dass zumindest in meiner Abteilung und ich jeden Tag im Anzug und Krawatte kam und mein damaliger Chef, selbst wenn er mir zum dritten Mal am Tag im Flur über den Weg lief, jedes Mal mich noch angesprochen hat mit Herr Dr. Kuglin. Also es mal um zu relativieren, das war auch nicht nur bei Axel Springer so, sondern das war auch bei vielen anderen Firmen damals so. Da in der Compliance-Abteilung hatte ich dann im Prinzip von Anfang an sehr viel oder so mit den Vorläufern von GDPR kommt bald praktisch nur noch Datenschutz gemacht. Und das war sozusagen dann der Punkt, ab dem ich quasi Vollzeit Datenschützer war. Genau, jetzt habe ich ganz viel geredet und lass dich gar nicht zum Reden Wunderbar, oder wunderbar. Frage stellen Also das kommen. heißt, du bist jetzt irgendwann bei Axel Springer angelangt und bist jetzt dort quasi Vollzeit-Datenschützer und hast dann natürlich auch quasi die Einführung der DSGVO mitbekommen. Und der Michael und ich haben ja quasi 2018 irgendwie Deutschland kennengelernt auf der Straße, weil wir ganz, ganz viele KMUs betreut haben oder beraten haben, Vorträge gehalten haben, die natürlich jetzt bitte in Anführungszeichen gesehen, davon überrascht waren, dass da der Stichtag kommt und von heute auf morgen alles im Datenschutz anders ist. Wie ist das denn in so einem großen Konzern gewesen? Wart ihr wirklich rechtzeitig darauf vorbereitet? Oder wurde da auch alles auf den letzten Metern mit der heißen Nadel gestrickt? Nee, das war schon, also im Konzern, und das, also Axel Springer war damals MDAX, das war schon eine sehr große Abteilung und zusammen mit der Rechtsabteilung und so, das war schon sehr, sehr professionell vorbereitet. Natürlich, wie immer, nicht in jedem letzten Teil der Verästelung des Konzerns ist dann auch am Stichtag alles umgesetzt worden. Aber wir haben uns damals wirklich richtig frühzeitig damit beschäftigt, also lange bevor die DSGVO vom Parlament beschlossen wurde, also damit meine ich 2016, hatten wir schon damit zu tun. Ich habe hier noch dabei, weil ihr das, ich nehme an, mit Kevin Leibold und dem Buch, darum geht es, was ihr vorhin erwähnt habt. Das fing so 2015 spätestens an, natürlich, dass es konkret wurde mit der DSGVO. Damals, als dann der Text final feststand vom Trilog, jetzt kommt so ein bisschen die Geschichte des Buchs mit Kevin, wollte ich den Text ausdrucken und dachte mir, das jetzt am Kopierer im Büro auszudrucken und der Assistentin zu sagen, mach mal so eine Spiralbindung, dann hat man so ein rumlotterndes 300-Seiten-Ding und das ist irgendwie nicht schön. Deswegen hatte ich einfach das PDF bei Amazon Self-Publishing eingestellt. Im Prinzip, da war ich gerade noch bei meiner Schwester in München auf der Durchreise, habe das irgendwie nachts schnell gemacht, ohne jeden Anspruch an Design oder sowas. Und die Intention war einfach nur, ich will es für mich einmal bestellen, damit ich es bei Amazon kaufen kann, als richtig gebundenes Buch. Rausgekommen ist dann das hier, also das ist noch die Trilogfassung, wo die Artikel noch nicht richtig sortiert waren und natürlich deswegen auf Englisch und in diesem furchtbar hässlichen Design. Innen drin eben auch nur das Original PDF, also nicht schön gesetzt. Aber dann gab es immer mehr Leute, die das auch haben wollten. Und wir reden eben noch die Phase, GDPR war beschlossen textlich, aber noch nicht neu redigiert. Nee, sie war nicht beschlossen, sie war im Trilog finalisiert sprachlich, aber sie war gerade noch nicht beschlossen. Das kam dann erst im April 2016. Und irgendwie hat sich dieses Buch dann weiterentwickelt, dass ich es schöner gemacht habe, mehr draus wurde. Dann sah es irgendwie so aus, immer noch im Self-Publishing-Bereich und dann mit Kevin Leibold, mit dem es immer wahnsinnig viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten, weiterentwickelt und dann später mit Stiftung Datenschutz noch als Teilnehmer und vor allem im richtigen Verlag beim
DEV, also der auch die Datenschutzkonferenz macht, ist dann so ein richtiges Buch draus geworden. Und ich will keine Werbung drum machen, aber das Schöne daran ist, es ist nicht nur ein, also es ist kein Kommentar, es ist im Prinzip ein Textbuch, aber zu jedem Artikel schreiben wir noch dazu, hier gibt es die Paper von der DSK oder ETSA oder Erwägungsgründe, die relevant sind oder ein EuGH-Urteil. Also so ein bisschen die, ich würde sagen, Textbuch plus im Übergang zum noch nicht wirklich Kommentar, aber extrem hilfreich. Wir haben es Werbeblock Ende. schon, ja, wir haben es schon in einem separaten Video vorgestellt, an unserem Literaturmittwoch am LIMI. Der Kollege Kevin Leibold war ja auch schon im Interview. Wie habt ihr denn zusammengefunden? Also hat euch der Verlag da irgendwie zusammengebracht oder kanntet ihr euch vorher schon oder wie ist das gekommen? Das ist eine total schöne Geschichte, ähnlich so ein bisschen wie auch mit Alex Golland. Also auf den Verlag sind wir dann zugegangen, oder das hatte sich mal ergeben auf einer der Datenschutzkonferenzen in Düsseldorf vom DEV. Und Kevin, wenn du es hörst, müsstest du es korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, wir kannten uns wirklich nur von LinkedIn und Twitter. Und wirklich über viele Jahre hatten wir uns nie gesehen, sondern man sieht, der andere schreibt da viel, der andere ist aktiv, man findet es gut, was er schreibt, man kommt so ein bisschen zusammen und haben dann, dann wurde es irgendwie immer enger und mit dem Buch gesprochen oder über das Buchprojekt gesprochen. Und so hatten wir das alles gemacht und ich glaube, zwei Auflagen oder sowas gemacht, ohne uns jemals wirklich persönlich begegnet zu sein. So Geschichten schreibt das Leben. Das finde ich natürlich immer sehr, sehr spannend. Ja, interessant. Springe mal nach so viel Vergangenheit jetzt mal so ein bisschen in die Jetztzeit. Du bist im Moment tätig für Update, korrigier mich, auch eine Springer-Tochter, ja, und bist dort Prokurist. Und hier steht Director Legal and Operations. Und auf der Webseite wiederum habe ich herausgefunden, dass du auch der Inhouse-Datenschutzbeauftragte für die bist. Genau. Richtig? Das ist Gut. richtig. Was machst du für die so quasi flapsig formuliert den ganzen Tag? Also was ein DSB macht, da haben wahrscheinlich viele von uns eine Vorstellung. Was machst du sonst noch für die? Also zur Einordnung, Update ist eine Tochtergesellschaft von Axel Springer und eine Kooperation mit Samsung, die vorinstallierte Nachrichten-App auf Samsung-Geräten. Insofern ist es keine ganz neue Sache für mich gewesen. Vor 2,5 Jahren habe ich dahin gewechselt, sondern ich kannte Update ab dem ersten Tag oder quasi noch vorher, als es noch ein Geheimprojekt war, weil ich damals schon aus Konzern-Rechtsabteilungssicht Update beraten habe für Datenschutzthemen und damals auch schon deren Datenschutzbeauftragter war. Und dann vor 2,5 Jahren grob, als ich auch wechseln wollte, hat sich dann alles zusammengefügt, zu Update zu wechseln, die eine ganz, ganz großartige internationale Kultur haben und auch ein tolles Produkt. Und zweitens, mein anderer großer Traum, meine Arbeitszeit zu reduzieren auf 50%. Und das hat eben mit Update wunderbar geklappt, um dann Zeit zu haben für mein zweites Baby. Ich wollte gerade sagen, was machst du mit der ganzen Zeit? Nur noch halbtags zu arbeiten? Ich meine, als Selbstständiger ist es ja quasi ohnehin, also Michael und ich, wir kennen das ja, ne? Wenn wenn der eine zum anderen sagt, du, ich habe heute 12 Stunden gearbeitet, sagt der andere, hast wohl einen Halbtagsjob. Ne? Ich weiß nicht, wie bei dir jetzt ein Halbtagsjob definiert ist bei der Springer. Naja, also 24-Stunden-Tag wäre auch nur so ein Halbtagsjob für mich. Nee, also ich witzel immer, ich habe im Prinzip drei Jobs, 50% bei Update als Angestellter, 50% für mein eigenes Startup Legal Check und weitere 50% meines Tags für Familie. Wir haben drei Kinder und meine Frau arbeitet auch. Ich weiß, rechnerisch passt das nicht so ganz, aber wie du schon sagst, bei Selbstständigen hat man ja irgendwie immer Problemketten, ja. mehr Zeit. Genau, so ist meine Aufteilung.
Gut, also jetzt ich hast. habe, Entschuldigung, Ja, würde ganz schon eine Frage loswerden. Also ja, los. dein Weg vom CCC in Datenschutz kann ich total gut nachvollziehen. Es gibt da ja in dem Umfeld immer den Spruch, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Ja, und da ist ja immer ganz viel auch mit informationeller Selbstbestimmung und so weiter. Also den kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt habe ich auf der Liste von Dingen, für die du tätig warst, gelesen, immerhin 8 Jahre lang Chief Cookie Officer. Da war bestimmt deine Aufgabe, sich um den Keksvorrat zu kümmern. Ich gebe gleich 5 € in die schlechte Wortspielkasse. Aber was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, das war also vorhin der Bogen oder der Teil war ja, als ich zu Axel Springer gegangen bin, war ich zuerst in der Compliance-Abteilung, bin dann ein paar Jahre später gewechselt in die Rechtsabteilung und da hatte sich meine Tätigkeit, also am Anfang war es sozusagen allgemeiner Datenschutz, dann, das hatten wir ja auch vorhin, als die DSGVO kam, vor allem dieses DSGVO-Einführungsprojekt ab 2015, 2016, da hatte ich mir den schönen Namen für ausgedacht, Ready in Privacy 18 oder abgekürzt R4P8. Ich fand, das klingt so ein bisschen wie R2D2, ich fand das irgendwie sehr charmant. Und dann, als so die Nachwehen mit allen Trainings und sonst was vorbei waren, gab es ein ganz, ganz großes und auch für mich sehr, sehr wichtiges Projekt, die Einführung von Office 365 bei Axel Springer, wo Axel Springer einer der ganz großen und ersten Kunden von Microsoft war. Vielleicht bringe ich es zeitlich durcheinander, vielleicht war es sogar schon vor 2018. Jedenfalls. Das war etwas, was für mich nochmal eine ganz wichtige Phase war bei Axel Springer, weil ich da ein Stück weit raus war aus der normalen Compliance- und Rechtsabteilungsorganisation und in einem ganz, ganz großen Team für die Einführung dann für die Themen, die sonst keiner haben wollte, Datenschutz, IT-Sicherheit, Betriebsrat, Compliance und so weiter zuständig war. Und da dann eben sozusagen in der Projektorganisation auch wiederum mit 2 eigenen Mitarbeitern als Projektteil mit drin war. Und ich erzähle es so ausführlich, weil das so der gedankliche Kern war für LegalCheck, also für mein Startup, weil ich fand damals 1,5 Jahre oder ein gutes Jahr, sich wahnsinnig tief eingearbeitet zu haben mit Microsoft und den Behörden und gemeinsam ganz, ganz intensiv verhandelt, gesprochen zu haben über, wie es damals hieß, Office 365. Es war auch so, dass dann nach Abschluss des Projekts viele andere Firmen, also gerade die anderen Verlage, die sonst immer schlecht über Axel Springer schreiben, aber an sich, also unter Menschen versteht man sich ja immer gut, wenn es nicht gerade in der Presse Bericht erstattet wird. Das war dann eben auch in Hamburg und sonst wo bei anderen Verlagen waren, die unser Wissen haben wollten. Und ich fand es damals so wahnsinnig schade. Man hat sich wirklich eingearbeitet, hängt irgendwie auch vom Herzen her dran am Thema. Und dann macht man als Angestellter ein anderes Projekt. Und kann eigentlich seine Festplatte im Gehirn löschen, alles was Microsoft betrifft. Das fand ich wahnsinnig schade und damals dachte ich schon, hey, das wäre doch eigentlich so eine Startup-Skalierbarkeitsidee zu sagen, man berät super, super spezifisch, weil man eben das Expertenwissen hat und man sich nicht wie vielleicht ein Anwalt oder ein Berater erst noch irgendwie einarbeiten muss, sondern weiß, ich kann ad hoc immer allen erzählen, was sind die Änderungen bei den AGB von Microsoft, was passiert gerade seitens der Hamburger Behörde, was hat die DSK gesagt und so weiter. Das war dieses Projekt bei Axel Springer. Dann Chief Cookie Officer war die Frage. Dann mit den Jahren wurde es immer mehr anschließend Cookie und CMP und Webanalyse, Tracking und so weiter. Und dadurch kam es dann, also ich war immer noch in der Rechtsabteilung formal eingeordnet, aber so entstand erst als Scherz und dann immer mehr dieser Titel für mich Chief Cookie Officer. Und dann hatte ich irgendwann auch tatsächlich echte Axel Springer offizielle Visitenkarten, auf denen der Titel Chief Cookie Officer drauf stand. Und meine Kollegen, als ich dann die Rechtsabteilung verlassen habe und zur Abwehr gegangen bin, haben mir dann Ja, sehr den gut hier gelöst am Ende. als Abschiedsgeschenk geschenkt, der immer noch hier bei mir im Büro steht. Genau. Gut. Okay. Jetzt gehen wir mal ganz kurz so ein bisschen auch auf Legal Check Digital. Da müssen wir mal noch so, also wir müssen jetzt mal so ein bisschen auf die Zeit achten. 40 Minuten haben wir schon.
Legal Check ist ja in der Tat jetzt für dich ein Start-up. Du hast also mal gar nicht so sehr auf das Produkt bezogen, aber wolltest du jetzt einfach neben deiner Konzernlaufbahn in Anführungszeichen einfach nochmal was komplett Neues machen? Oder wieso bist du auf die Idee gekommen, ein Start-up zu gründen? Ich meine, mit drei Kindern war dir vermutlich auch so nicht langweilig. Also, wo ist da nochmal die Motivation und auch die Energie, nochmal ein Start-up zu gründen? Erstens. Und zweitens, bist du auch so ein klassisches Start-up, das wirklich so drei Finanzierungsrunden hat, so alle 6 bis 12 Monate muss man irgendwie Zahlen vorlegen, in der Hoffnung, dass man auch Wachstum seinen Investoren präsentieren kann? Oder bist du eher so ein generisch wachsendes Unternehmen? Also erstmal die Frage Motivation. Die blöde Antwort ist, weil ich es immer machen wollte, weil ich auch ein bisschen in der Startup-Szene bin und auch bei einem Accelerator oder Frühphaseninvestor mit als Mentor tätig bin. Und wenn man das täglich mitbekommt, zumindest bei mir ist einfach dieser Wunsch da, ich will auch mal was gründen. Und die Idee eben mit Office 365 hatte ich halt schon lange im Hinterkopf. Die Energie, das ist natürlich immer ein Thema und mein Glück ist, ich bin wenig Schläfer. Insofern macht mir meistens wenig aus, bis nachts um 3 oder so zu arbeiten und am nächsten Tag trotzdem wieder halbwegs normal aufzustehen. Das ist auch so der Grund, oder wie ich schaffe, verschiedene Buchprojekte und sonstige Sachen nebenbei noch zu machen. Und die Frage des Ziels, also ganz klar, es soll ein professionelles, skalierbares Geschäft sein. Meine Idee war nie und ist nicht, ich mache noch eine Datenschutzkanzlei oder ich mache individuelle Beratung oder ich mache Projektgeschäft. Finde ich nicht so spannend, wie ich immer sage, das ist so eine Form von intellektueller Prostitution. Man verkauft zum Glück nicht seinen Körper, aber seinen Geist auf Stunden- oder Tagessatzbasis. Und es soll wirklich die skalierbare, professionell vorbereitete Lösung sein, die Legal Check seinen Kunden anbietet. Und ich hatte es jetzt auch gerade kürzlich mit einem anderen sehr bekannten Datenschützer zusammen. Das waren Kunden aus dem öffentlichen Bereich, im Prinzip über ein Wochenende ihm alles geliefert hatten, was er erstmal oder zumindest für den ersten Entwurf, was er braucht für die Dokumentation, um Microsoft 365 einzusetzen. Und das ist der Gedanke, deswegen auch dieses Approval as a Service. Wir sind super spezialisiert und kennen die Probleme. Es geht nicht darum, Risiken schön zu reden. Aber wir liefern auch die Lösung, wie man eine Dokumentation erstellt, wie man argumentiert, dass man Cloud-Produkte, zum Beispiel Microsoft 365, einsetzen kann und das eben ohne jetzt ein besonders großes Risiko einzugehen, weder für die Company noch auf Seiten der Geschäftsführer oder Vorstände, dass sie Sorge haben, dass jetzt sie da persönlich in Haftung sind. Okay, gut. Wunderbar. Ja, aufgrund unserer Zeit, wir drohen es ja jedem unserer Gäste an. Ja, also wir haben noch so viele Themen, da muss man einfach auch zweimal zu uns kommen oder dreimal oder viermal. Aber von daher würde ich jetzt mal so langsam, aber sicher so ein bisschen in unsere Endrunde einmarschieren. Ich stelle ja immer so ein bisschen die leicht flapsige, aber durchaus, wie ich hoffe, dann zumindest auch für die Zuhörer spannende Frage. Wenn der Olaf jetzt einen Tag König von Europa ist und dürfte an den Gesetzen etwas ändern, also insbesondere natürlich an der DSGVO, was würdest du denn ändern oder sagst du, ist alles tutti-lutti bestens, braucht man nichts dran anfassen? Die anderen sollen nicht so rumjammern. Also das Ziel, Datenschutz zu haben, das finde ich schon absolut gut. Meine große Überzeugung ist, es muss für alle verständlich sein und Gesetze, völlig egal in welchem Bereich, zu haben, wo keiner so ganz weiß, wie es jetzt wirklich gemeint ist, sind einfach unfair und damit irgendwie auch nicht rechtsstaatlich, weil es das heißt natürlich, ein großer Konzern mit einer großen Rechtsabteilung kann sich viel mehr erlauben, Dinge ausloten, Graubereiche, Grauzonen, als es irgendwie ein kleiner Player kann. Das halte ich für wirklich im Markt unfair und ungerecht. Man sieht es bei vielen KMUs oder erst recht diesem DSGVO-Thema, die Kita,
die kleinen Vereine, wo man sagen muss, für die ist DSGVO ja irgendwie nicht wirklich gemacht. Das ist nicht praktikabel, alles umzusetzen, plus so viel Fehlinformationen. Man dürfte gar keine Fotos veröffentlichen, man bräuchte für alles eine Einwilligung und all so ein Schmarrn. Insofern, wenn ich es verändern könnte, dann wäre es Klarheit für das, was getan werden darf, dass sich alle an die gleichen Regeln halten und halten müssen und die Regeln für alle erkennbar sind, wo sogar ein Stück weit zweitrangig wäre, wo jetzt genau inhaltlich die Regelung liegt. Also bei einem meiner großen Themen Cookies oder Cloud, ob es jetzt ein ganz klein bisschen mehr Datenschutz oder ein ganz klein bisschen weniger ist, fände ich fast zweitrangig. Wichtig wäre die Klarheit für alle, was darf man denn jetzt, was sagt das Gesetz und was darf man nicht. Okay, gut. Da komme ich natürlich noch mit meiner Frage um die Ecke. Dein Weg zum Datenschutz aus dem CCC-Umfeld ist ja fast schon folgerichtig. Hast du irgendeinen Ratschlag, einen Tipp für Menschen, die auch sagen, ich will irgendwann mal was mit Datenschutz und IT-Sicherheit machen? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie kann ich quasi Ausbildung oder Jurastudium oder was auch immer machen? Wie kann ich Schwerpunkte setzen oder was sollte ich vielleicht besser lassen? So ein bisschen, glaube ich, ist die Frage, will man wirklich jetzt noch Datenschutz machen, wo seit 2017 alle im Datenschutzrecht waren und damals Goldgräberstimmung war? Oder ist jetzt gerade die Goldgräberstimmung im Bereich AI und jetzt anzufangen, einer der ersten zu sein, der Prompt Engineering für Legal Sachen macht, also auch so ein Seitenbereich, wo Legal Check auch gerade einsteigt, kommt wieder bei mir durch neue Themen, finde ich immer super spannend. Aber das war nicht deine Frage. Wie einsteigen? Ich glaube, es gibt ganz vieles, je nachdem, wo das eigene Herz schlägt. Will man eben eher in dem Bereich Verbraucherschützer, Graswurzelbereich sein, also eher bei Max Schrems None of Your Business, oder möchte man es eher Großkanzlei industrieseitig machen? Ich glaube, das ist die Vorfrage. Die vielleicht komplex klingt, aber ich glaube, da kann jeder ziemlich schnell sagen, wo er lieber dabei wäre. Wenn er Fragen hat und einsteigen will, kann er sich gerne an mich melden, an mich wenden. Und sei es im Axel Springer Umfeld, Update Umfeld oder eben gerne auch bei Legal Check, mit einsteigen und mit anpacken. Da gibt es überall genug zu tun. Okay, Das sehe ich auch so, gut. ja. Das sehe ich auch so. Dass es genug zu tun gibt, das glaube ich sofort. Gut, ja, dann sind wir jetzt hier in der Tat mal auf dem Zielspurt, auf den Endmetern. Vielen Dank, lieber Olaf, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Vielen heute Dank. so ein bisschen was über deinen Lebensweg zu erzählen. Wir bedanken uns natürlich bei euch auf das Allerherzlichste fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr hier diesem Kanal ein bisschen Liebe schenkt, indem ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann bitte seid doch so nett und abonniert ihn. Und ansonsten verabschieden wir uns bei euch auf das Allerherzlichste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Danke.